Gut, das ist das letzte Kapitel auf unserer Reise, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt. Heute sehen wir uns an, wie ein Tech-Duell abläuft. Es gibt natürlich auch andere Varianten eines Tech-Duells. Das hier ist jedoch eine typische Variante des Tech-Duells. Und geht los. Zum letzten Mal bringe ich euch noch was bei. Dieses Kapitel erläutert die Regeln für Tech-Team-Duelle. Das sind Duelle, in denen zwei Spieler im Tech-Team gegen zwei andere Spieler antreten. Ne, wir spielen das quasi mit Crow hier als Beispiel gegen das schwarze Magiermädchen und gegen Brecher. Alle Regeln, die du bis jetzt gelernt hast, gelten nach wie vor, keine Sorge. Also es gibt keine Sonderregeln hier, sondern alles ist ganz normal, aber es gibt einige Sonderregeln auch noch. Jeder Spieler beginnt mit seinem eigenen Deck und eigenem Extra-Deck. Also jeder Spieler quasi hat sein eigenes Deck und sein eigenes Extra-Deck. Man kann auch nicht das Deck des Teampartners benutzen, sondern muss sein eigenes Deck benutzen. Genau wie in Einzelduellen können die Deck bis zu 60 Karten und die Extra-Decks bis zu 50 Karten enthalten. Also ganz normal eben, maximal 60 Karten geht in einem Deck und bis zu 15 Karten im Extra-Deck. Die Teampartner teilen sich die Duellzonen, den Friedhof und die entfernten Monsterzone. Mit anderen Worten, du benutzt dasselbe Spielfeld wie dein Partner. Die Partner teilen sich auch die Lebenspunkte. Jedes der Tech-Teams startet mit 8000 Lebenspunkten. Enthält einer der beiden Teampartner Schaden, wird dieser von den Lebenspunkten des Teams abgezogen. Sobald die Lebenspunkte eines Teams auf 0 sinken, verliert das Team. Also beide Spieler haben die gleichen Lebenspunkte. Und sobald ein Team 0 Lebenspunkte hat, hat das eine Team verloren. Okay, und das spielt sich jetzt folgenderweise. Jetzt sind wir dran. Also angenommen, das Duell startet jetzt, dann fangen jetzt wir an quasi. Es kann auch sein, dass manchmal dein Kollege anfängt. Oder der Gegner. Das ist je nach der Situation abhängig. Gut, was mache ich denn am Anfang? Spiele die hier, glaube ich, verdeckt. Und beende meinen Zug. So, nach dem Zug ist der Gegner dran. Hier ist es jetzt der Brecher. Der hier. Jetzt setzt er sein Deck hier hin. Und spielt mit seinen Handkarten und seinem Deck. Extra Deck hat er leider nicht, aber er würde auch mit seinem Extra Deck spielen, wenn er eins hätte. Und er setzt auch eine verdeckte Monsterkarte. Gut, und jetzt ist eine Sonderregel. Jetzt sind nicht mehr wir dran, sondern jetzt ist unser Kollege dran. Als nächstes ist dein Partner am Zug. Du kannst während des Spielzuges deines Partners nicht in das Spiel eingreifen. Also wenn der Kollege am Zug ist, kann man nichts machen. Man muss quasi warten, bis der Kollege seinen Zug fertig gemacht hat. Also ich kann jetzt nichts machen. Ich muss jetzt warten, bis mein Kollege den Zug gemacht hat. Und ich kann auch nicht eingreifen. Mein Monster bleibt allerdings auf dem Feld. Er setzt jetzt seine Monster zusätzlich noch zu unseren Monstern hinzu. Okay, er rüstet auf. Sein Monster mit der Axt der Verzweiflung, das erhöht seine Angriffskraft um 1000. Er zerstört die mystische Elfe und greift mit unserer mystischen Elfe den Brecher direkt an. Jetzt wird er seinen Zug beenden. Genau. Und jetzt ist der andere Gegner wieder dran, das schwarze Magiermädchen in dem Fall. Schließlich bin ich am Zug, also das schwarze Magiermädchen. Während meines Spielzuges kann dein Gegner gesetzte Karten aktivieren. Und er ist auch derjenige von euch beiden, der jetzt von aktivierten Effekten profitiert oder betroffen ist.
und kannst in diesem Spielzug immer noch nicht eingreifen. Also wenn er jetzt angreifen würde, ist mein Kollege immer noch zuständig dafür, dass er verdeckte Karten aktiviert. Ebenso ist es andersrum. Wenn der Gegner jetzt im letzten Zug quasi eine Falle aktiviert hätte, dann hätte es der Brecher gemacht, denn er war ja letztens am Zug. Also der, wo er als letztes am Zug war, ist dann automatisch auch zuständig für die Fallenkarten. Gut, das ist das schwarze Meerjungfrau-Mädchen an der Reihe. Sie spielt X-Kopfkanone. Und jetzt wird sie dieses Monster zerstören. Und sie zerstört die Axt auch noch mit einem Schnellzauber von ihrer Hand. Der Effekt von der Axt Verzweiflung. Die kann ein Monster als Tribut anbieten und die Karte wieder unserer Hand hinzufügen. Oder unseres Decks. Unser Deck ist es ja. Unser Deck wird wieder aufgestockt mit der Axt Verzweiflung. Oder in dem Fall das Deck unseres Teamkollegen. Denn unser Deck ist ja jetzt dann nicht mehr auf dem Feld, sondern das wird erst wieder aufs Feld gelegt, wenn wir an der Reihe sind. So, jetzt sind wir wieder am Zug. Jetzt können wir wieder unseren Zug durchführen, wir können wieder Monster spielen. Ja, wir können jetzt eigentlich alles wieder machen wie im ersten Zug. Gut, als nächstes kommen. Jetzt war ich gerade zu schnell, ich habe es mir gerade nicht durchgelesen, sorry dafür. Na gut, lassen wir uns überraschen, ich spiele jetzt einfach mal. Du, Name ist Finstere Hexe in Angriffsposition, 1800 Punkte sind okay. Und beende meinen Zug. So, wir waren als letztes am Zug. Wir sind immer noch zuständig für das Spielfeld. Erst wenn der Gegner seinen Zug beendet hat, dann ist Crow an der Reihe und dann ist er zuständig für das Spielfeld. Gut, jetzt ist Crow an der Reihe. Jetzt hat er auch sein Deck hier hingesetzt. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich, was das Spiel möchte. Also das Spiel gibt jetzt das Monster, was wir gesetzt haben, auf die Hand unseres Partners zurück. Da er jetzt zuständig ist für das Feld. Jetzt hat er quasi unser Monster auf der Hand. Das ist möglich. Und jetzt spielt er es nochmal. So, er beendet seinen Zug. Er ist weiterhin noch zuständig fürs Feld. Erst wenn der Gegner seinen Zug beendet hat, tauschen sich die Decks aus von uns und wir sind wieder an der Reihe. Wie du siehst, hat dein Partner ein von dir gespieltes Monster auf die Hand zurückgenommen. Auf dieselbe Weise wirken Effekte wie das Zurücknehmen von Karten auf die Hand oder die Möglichkeit, ein Monster aus dem Deck spezial zu beschwören, auf den Spieler, der zum Zeitpunkt der Aktivierung des Effekts Karten spielen kann. In seinem Spielzug kann dein Partner alle Karten, die du gesetzt hast und alle Monster, die du beschworen hast, so einsetzen, als wären es seine eigenen Karten. Also wenn du Fallenkarten benutzt oder setzt in dem Fall, wenn du Fallenkarten setzt und dein Kollege ist an der Reihe, dann kann dein Kollege diese Karten benutzen. Also es ist auch von Vorteil, wenn man seinem Partner ein paar Karten hinlegen möchte zur Unterstützung, dann kann er sie ja quasi dann aktivieren. Wenn es für euch also eng wird, kannst du für deinen Partner eine Karte setzen, die er in seinem Spielzug verwenden kann. Oder sogar ein mächtigeres Monster Tribut beschwören, indem du ein Monster, das dein Partner beschworen hat, als Tribut opferst. Man kann auch die Monster von seinem Teamkollegen als Tribut opfern für ein anderes Monster. Das ist auch möglich. Welches der folgenden Kartensätze wird vom Tech-Team geteilt? Ist es das Deck? Ist es der Friedhof? Oder ist es die Hand? Es ist der Friedhof. Eigentlich das gesamte Feld, wenn man es so haben möchte. Mit wie vielen Lebenspunkten startest du
Nach den Regeln für Tag-Team-Duelle. Sind es 4000? Sind es 8000? Oder sind es 16000? Die Antwort ist, es sind 8000. Ganz normal. Wer kann Feindkarten benutzen, die du gesetzt hast? Nur ich natürlich. Mein Partner und ich oder das gegnerische Team? Die Lösung ist, mein Partner und ich. Also der Kollege und du, wir beide können die Karten setzen, die auf dem Feld liegen. Gut, das war's, das letzte Tutorial. Im letzten Part schließe ich das Ganze ab mit dem letzten Duell. Das ist quasi dann meine Verabschiedung für euch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Lernen des Spiels. Und ich hoffe, ihr könnt auch jetzt einiges. Und wir sehen uns dann im finalen Part dann wieder. Also, macht's gut. Euer NKP. Ciao.